Hallo und herzlich willkommen zur 255. Folge Minecraft Revelation mit mir, eurem Lyria und Opa Zockt. Moinsen. Achso. Das Feld, Phil seht ihr gerade hier, das Phil Opa auch gebaut hat, das sieht schon ziemlich gut aus. Hier wächst schon richtig ordentlich was. Ja, ich hatte den Strom abgeklemmt, damit man den Test, damit es jetzt nicht über die Aufnahmepause voll wächst. Jetzt kann es wieder anklemmen, die Folge läuft. Genau, und jetzt klemme ich den ganzen Scheiß an. Jetzt habe ich auch für das Dingens zack, schöne Sachen ran gebastelt. Ja, läuft wieder. Ich habe nämlich jetzt auch die Speed-Module reingehauen, was wir ja für die Gatherers nicht haben wollen, damit es nicht so schnell läuft. Ja. Aber jetzt gerade so zum Anfang habe ich es jetzt mal reingemacht, damit die jetzt hier die Felder Vollgas geben können. So, es sollte es auch relativ zügig sein, dass jetzt gleich das zweite Feld anfängt zu arbeiten. Also die Felder, die werden auf jeden Fall stückchenweise größer. Einerseits trocknen die Felder wieder aus, andererseits werden sie wieder größer. Ja, das Problem ist, es muss halt erst einmal komplett voll sein. Erst dann arbeitet das nach und nach durch. Ne, dann arbeitet es halt vernünftig. Dann arbeitet quasi der Ernter mit dem Säher Hand in Hand. Ja, wenn ich halt dann die Speedmodule aus dem Ernter wieder rausnehme. Ja. Aber die könnten alle Energie-Upgrades haben. Zumindest. Ich würde sowieso mehr auf Energie-Upgrade gehen, dass die energiesparsamer sind. Warum? Ja, Reaktor, 2,4 Millionen. Pff, scheiß okay. Auf Energie. Scheiß drauf, genau. Aber trotzdem wundert's. Ausgabe voll. Wann hast du von der Farming Station die Kiste abgebaut? Weil hier die Enderperlen sind vollgelaufen. Wir hatten hier noch nie eine Kiste gehabt. Ich habe am Anfang der Aufnahmestation hier eine Kiste hingesetzt. Das ist wirklich da. Oh. Ja, weil das da muss. Hätte schwören können, hier war eine Endertruhe. Nein, das habe ich immer manuell leer gemacht. Da habe ich nur eine Kiste hingesetzt. Die Kiste ist normalerweise für den Fertilizer da gewesen, wo ich den Fertilizer mal reingeschmissen hatte. Und jetzt habe ich so umgestellt, dass wenigstens, wenn der Fertilizer rausgeht, dass er wenigstens noch ein paar Dings reinpacken konnte. Ich packe da meine Endertruhe hin. Weißt du was? Du kannst dich vor allem nicht komplett abreißen. Ja? Wir haben die Wutfarm. Wir brauchen keine Enderperlen mehr. Stimmt. Das Ding kann weg. Dann machen wir 10 Minuten die Wutfarm, dann haben wir sogar 10.000 Enderperlen. Alles klar. Es wächst einfach zu langsam. Das wundert mich eigentlich. Oh, Alter, Kanola steigt ja richtig schnell. Wir haben gerade mal ein Feld. Wollen Sie es bei nur einem Feld belassen oder wie? Warum zum Geier haben die keinen Strom? Wie? Was? Kein Strom? Wo kam denn der Strom her? Oh. Der Strom lief über die alte Farmanlage, ne? Kann sein, ja. Das kann nicht nur so sein, das wird so sein. Egal. Dann ist egal, kommt eh weg. Mich wundert's, dass halt das Canola da so langsam voll läuft. Okay, der
hat aber schon. Was passiert, wenn ich das mit einem Austausch mache? Ob das schneller geht? Abbauen? Jupp. So, Illyria, welches Feld wird als nächstes angepflanzt? Komm, wetten. Kartoffeln. Hä? Welches Canola-Feld? Ach so. Los. Ich würde sagen, erstmal einer Spur halten. Ja. Die Gebäude entlang. Ach, die Gebäude entlang. Das heißt, du sagst, das Feld hier wird als nächstes gepflanzt. Ja, richtig. Okay, bin ich mal gespannt, ob Illyria recht hat. Ernta, willst du mal nicht hier mal ein bisschen Gas geben? Der Output so. Ist voll. Das haben wir auch. Ups. Nee, war doch schon richtig. Ich kann bei den Gesor gar keine Speedmode reinpacken. Nein? Nee, weil der Output voll ist, der kommt gar nicht so schnell daher. Okay. Deswegen pflanzt der auch so langsam, weil er einfach nur voll ist. Dann kann ein Speed-Upgrade wieder raus. So, das kann auch noch rein. Der Grünstreif um die Farm herum, die ist nicht grün geworden. Soll ich mal dafür. So. Hier spreadet das langsam. Okay, alles klar. Welcher Grünstreifen? Ja, hier, die Farm herum. Das spreadet nicht so schnell genug. Der braucht noch ein bisschen. Das dauert. Oh, Illyria ist falsch gelegen. Wieso? Weil die Farm im Norden anfängt an zu pflanzen. Okay. Da hinten geht's weiter. Ja, selbst mit einem Speed kommt der hier nicht hinterher. So, die alte Farm ist abgeruppt. Braucht keiner mehr. Okay. So, brauche ich die Button-Screen-Module? Solchen Block. Och, kann man schon fast zulassen. Ja, aber guck mal, wie schnell das jetzt geht. Okay, achso, du hast alle gleichzeitig befüllt. Nö, das macht automatisch. Die schöne grüne Wiese wird jetzt aufgefranst. Ja, das wird eine schöne gelbe Wiese. Wohl eher Erde. Das erste Feld ist fast voll. Das sieht doch schon mal gut aus. Das ist eigentlich voll. So, wir haben jetzt schon wieder 3800 Canola im System. Na also. In 10 Minuten knapp. Sauber. So, Button-Screen-Module. Ja, wie gesagt, das kann jetzt nach und nach volllaufen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich den Reaktor schon mal außer Betrieb nehme. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du den nicht mal langsam abreißen willst, um den neuen in Betrieb zu nehmen.
Frage. Das ist die Frage. Weil wenn ich den jetzt... Nee, warte mal. Ich muss den leer laufen lassen. Dann ist das einfacher. So, du kriegst einfach kein Uran mehr und wirst das einmal leer laufen. Dann müssen wir uns halt in der Zeit, wo wir dann... den Reaktor unten umbauen, müssen wir dann halt erstmal aus unserem Energiekern leben. Aber dafür haben wir ihn Richtig, dafür ist er da. ja. Richtig, da sind ja einige Milliarden F drin. Damit sollten wir, denke ich mal, gut hinkommen. Wow! Guck mal bitte bei Canola. Ja. Was siehst du da? Dass das in Halbsekundentakt steigt. Ja, das liegt aber auch nur daran, weil wir das Zeug auch nicht schnell genug rausbekommen. Guck mal weiterhin drauf. Ja, ich gucke drauf. Oh. Okay. Ich mache mal unten die Kiste mal schnell leer. Ich glaube, du brauchst wohl Speed-Upgrades für die Datenleitung. Ja, Isolation habe ich gerade reingeschmissen. Deswegen mache ich jetzt die Kiste mal schnell leer. Dann möchte ich nicht wissen, wie schnell das Canola ansteigt, sobald erst einmal alle Felder voll ausgewachsen sind. Ja, warte mal, ich lasse erstmal die Kiste mal ganz kurz leer werden. Das sind jetzt noch und jetzt ist die Kiste leer. Das wächst richtig, es wächst So, wahnsinnig schnell. jetzt ist die Kiste leer. Und guck mal, das geht trotzdem in 14er Stacks knapp hoch. Und also in 14er Schritten pro Sekunde. Und wir Ja. sind gerade mal bei, ich würde sagen, ein Drittel Auslastung. Ich wäre fast dafür, das Canolaöl weiter zu verarbeiten. Denn da wird's ja, kriegen wir es ja noch langsamer verarbeitet. Ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt dran. Es geht jetzt los. Sobald Du jetzt machst das halt. ja, glaube ich, mit der Forestry Press, ne? Zu Canolaöl, zu Rapsöl, also Canolaöl, oder? Ist das die Forestry Press? Ich glaube ja. Ich gucke mal ganz kurz. Nee, Fermenting Barrel von Kosch. Opa, guck mal nach dem Industrial Squeezer. Der hat mehrere Slots. Kann der nicht 8 Canola Seeds gleichzeitig verarbeiten? So, Canola Seeds. Kannst du... Hast du meine Frage nicht gehört? Ja, ich gucke gerade mal, ob das überhaupt geht. Ich Der würde kann... gerne mal zum Ach. Test den Industrial Squeezer bauen. Ja, das würde gehen. Dann könntest du nämlich durchaus die Forestry Presse gegen einen vereinzelte Squeezer tauschen. Wir haben 8 Pressen aktuell laufen. Aber die laufen ja im Moment eh gar nicht. 8 Pressen. Überleg mal, alle 8 Pressen austauschen gegen einen Industrial Squeezer. Das Das wird nicht wäre geil. reichen. Ja, mehr als ein. Es wäre geil, Opa. Es wäre geil. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal andere Sachen vorziehen, bevor wir das in Angriff nehmen können. Gut. Zumindest für den Testaufbau würde ich gerne mal vorsehen. Wenn ich hier fertig bin, dann
Sammle ich mal die Materialien für den Industrial Squeezer zusammen. Es juckt mir echt in den Pfoten. Also vor allen Dingen, das Ding frisst eine gedeckelte Menge an Energie und es presst 8 gleichzeitig. Ja, ist ja geil. So. Text wurde wohl vergessen, oder was? So, der Fahrstuhl im Void on meiner Haus, der funktioniert auch. Der ist fertig. Sehe nur ganz gerne den zentralen Eingang, vor allem oh, der Ressource-Miner. Der ist noch auf Tier 3. Okay, der muss auch noch geupgradet werden. Aber erstmal würde ich mich doch mal ganz gerne. Würde ich mich gerne mal dem Dingens annehmen. Genau den. Okay, ein bisschen zu weit gegraben. Was? Kommst du mal bitte nach oben? Ja. Bin sofort soweit. Kümmerst du dich bitte vorher darum, noch schnell, dass dein Inventar nach Möglichkeit so leer wie möglich ist? Okay, weiß ich jetzt gerade nicht genau, wie ich das bewerkstelligen soll, weil ich kann viel. Aber doch, ich Schmeiß denke, das einfach kriegt hin. alles weg, was du dabei hast. Ja, in Ordnung. Moment. Du musst mir was helfen aufzusammeln. Ja. Gut, dann war ich mein Inventar jetzt leer. Dann treffen wir uns auf dem Energiekern. Okay. Eine Tasche ist voll, wieso das?
Das ganze System. Los, beeil dich. Wir haben keine Hey, ja, Zeit. bin dabei. Bin gerade am Tasche aufräumen, damit ich Platz kriege. Fisch und Chips braucht doch keiner mehr. Oh Mann, nimm doch einfach eine Kiste und schmeißt alles rein. Ach, du meinst, ist das Inventar wirklich komplett leeren? Ja. Abgesehen von Abbauwerkzeug. Nein. Abgesehen von dem Ring und eventuell ein Enderpouch. Hab keinen Enderpouch. Ich hab mein Tablet. Oder das. Okay, ich komme. Müssen Sachen aufsammeln, bevor es dann die spawnen. Und ich hole schnell Sachen. Kommst du jetzt bitte erstmal hierher? Ich bin doch gerade dabei, meine Sachen wegzupacken, damit ich Platz habe. Magnet habe ich. Bohrer und alles Mögliche brauchen wir auch nicht. Gut. So, Ring habe ich dabei. Der ist hoffentlich aktiv. Der ist aktiv. Meine Energiequelle habe ich dabei. So. Alter, Quatsch, ich Tasche komme ist jetzt leer. hierher. So, bin unterwegs. Dann hier Ich vorne. will erstmal ein Backup machen, bevor du abreist. Ich sollte die Energie verloren gehen. Das wäre scheiße. Ich mache im Backup. Warum? Okay, kann losgehen. Komm hier rüber. Hier rüber. Suchte ich da. Okay, dann würde ich sagen, auf los geht's los, wa? Ja. Dreh ich mal nach links. Oh. Du hast ein bisschen zu, das Raster zu weit genommen. Habe ich nicht. Und warum reißt du auch gerade die ganzen Leitungen, die ganze Energieleitung alles weg? Hat einen Sinn. Oh, ich verstehe. Okay, Du reißt so. gerade alles ab. Ja, wir müssen jetzt alles neu und umbauen. Und deswegen muss ich jetzt mit dir runterkommen und aufsammeln. Die ganzen Leitungen. Verdammter Mist. Was? Das Kuritium macht er nicht weg. Bleib nicht stehen, sammle die Leiter auf, bevor sie kaputt gehen durch das Zeug. Ich bin der Tasche ist voll mit Mulch. Ja, deswegen hast du ein Tablet dabei. Ja, zum Glück aber auch. Was ist das? Aus unserem Gewächshaus. Okay. Nee, das Wasser kommt aus dieser Dingens. Nach. Komm erstmal hier runter, hier liegen 48 Milliarden Äpfel. Ich hab einen Leck, einen Freeze. So. Ja, das System ist gerade leicht überlastet. Ja.
Hier unten ist nix. Hier sind noch massenhaft an Äpfel. Wo bin ich denn auch hergekommen? Ah, hier. Oh Gott. Ja, es ist ein bisschen was. Oh ne, er hat. Das Wasser hat das zu Schneeblöcken gemacht? Das Wasser, das Kryotium hat es zu Schneeblöcken gemacht, richtig. Ach, das wusstest du nicht? Gott sei Dank. Oh, guck mal, wie tief ein dickes, fettes Loch haben. Ja, du hast, das sieht schon fast aus wie nach einem Chunkfehler, nur dass das alles absichtlich abgerissen wurde. Richtig. So, das heißt, jetzt können wir hier ganz gemütlich dann neue Ebenen reinziehen. Dann werden wir hier auf der Fläche, könnten wir unser neues Haupthaus hinbauen. Wollen wir nicht eher das Haupthaus nach da unten hin verlängern? Naja, dann müssten wir ja so weit außen rumlaufen. Ich hätte jetzt das hier... Ja, warum außen rumlaufen? Ich hätte das Haus jetzt hier umgebaut, weil da ja auch das ganze Dings drin ist. Da hätte ich jetzt sämtliche automatische Verarbeitung reingebaut. Und hier halt das Haupthaus hin und dann brauchen wir, muss ich ja halt gucken, dass ich dann hier hinten, obwohl eigentlich müsste ich hier die ganze Verarbeitung hinbauen und dann bauen wir das Haupthaus hier vorne hin an. Ja, hier stimmt, hier vorne hin zum Strand. Dann setzen wir es auf die richtigen. Ich weiß nur, dass wir es normalerweise anders vorhatten. Wir wollten ja normalerweise mehrere Ebenen auf das Haupthaus bauen. Ja, können wir ja machen. Wenn wir jetzt hier vorne sind, haben wir schön, sind wir eigentlich relativ in der Mitte, können wir hier schön auf unsere ganze Geschichte gucken. Und auf dem Strand, und dann können wir hier am Strand noch einen schönen Hafen hinsetzen. Also ich fände es zum Beispiel richtig schicke, wenn man hier jetzt auch große Maschinen setzen könnte, wie die von Immersive Engineering. Ja, das kommt ja dann hier hin rein. In das Gebäude. Weil hier die ganzen Tanks sind, die ich ja brauche für die ganze Verarbeitung. Und da würde dann das halt auch mit reinkommen. Aber ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir das Haupthaus verlängern. Wohin verlängern? Wir haben keinen Platz. Du hast doch gesagt, das Haupthaus soll verschoben werden. So, ich habe gemeint, es soll nur verlängert werden. Ja, aber du kommst doch noch, wo willst du denn hin verlängern? Hier ist ein Weg, da kommst du nicht weiter. Hier ist ein Weg, da kommst du nicht weiter. Da drüben ist ein Energiehaus, da kommst du nicht weiter. Da hinten ist die Energieproduktion, kommst du nicht den weiter. Den Weg kann man ins Haus verlegen, dass du links und rechts unten Türen hast. Nee. Richtig dicken, langen Flur im Haus. Nee, das ist kacke. Ich baue wieder auch keine Autobahn durchs Haus. Autobahn, genau. Nee, also man muss schon zwischen den Gebäuden vernünftig durchlaufen können. Das heißt, dann kommt einfach noch ein weiteres Haus daneben. Oder meinst du, das alte Haus wird dann abgerissen oder wie? Nee, dann würde ich sagen, dann bauen wir halt in das Haus, was hier hinten ist. Das reiße ich, dann mache ich auch nochmal platt. Baue das auch aus Stein. Baue dort die komplette Erzverarbeitung rein. Was willst du jetzt abreißen? Unser Haupthaus? Ja, das hier, das Holzhaus. Lass doch erst komplett abreißen. Genau, das machen wir auch als Stein. Machen da die komplette Erzverarbeitung rein, machen hier die komplette Verarbeitung dann für unsere Stromflüssigkeiten rein und setzen hier hinten das Haupthaus hin. Hier. So. Das Haupthaus mit Blick auf Strand. Ja, mit Blick auf beiden, weil dann hättest du dann was vielleicht die Ebene, sag ich mal, auf diese Höhe hier, sag ich jetzt mal. Du könntest dann hier vernünftig unsere ganze Base überblicken und wir könnten dann hier auf Turm! Opa, ein Turm! Naja, da muss. Ein Turm würde wieder scheiße aussehen. Das ist eine Art Wachturm, wieso? Ja, weil du da nichts reinbekommst. Wir müssen es halt größer bauen, damit wir halt da die ganzen Leitungen auch nach oben bekommen für die ganze automatische Steuerung dann. Naja, und man muss ja, und das Fahrstuhlhaus muss ja auch in alle Etagen erreichen können. Das ist ja kein Problem. Ich könnte aber auch hier am untersten Ende noch einen Fahrstuhl setzen. Ja, ins Haus. Dass man dann nicht erstmal nicht jedes Mal immer ins unterste Ende der Basis rennen muss zum Fahrstuhl. Na gut, dann könnten wir ja hier das. Oder ein Fahrstuhl ins Haus. Genau, ins Haus. Zentral ins Haus, weil guck mal, wenn du dann jetzt, ich sage mal, das Haus geht jetzt von. Wo bist du denn jetzt? Ich bin über dir. Von hier ein längliches Haus bis, keine Ahnung, nach hier vorne hin.
Ja. So. Das heißt, so ein rechteckiges Haus, das dann, also, keine Ahnung, vom Weg bis nach hier geht, also hier noch auf der Grünfläche. Und dass wir dann halt hier vernünftig schön an Strand gehen können und bauen dann hier einen schönen Hafen hin, vielleicht mit Schiffen oder sonst irgendwas. Ja. Aber das Problem ist, wir können jetzt nicht lange quatschen, weil die Verarbeitung muss wieder laufen. Deswegen. Muss jetzt Gas gemacht werden. Ich werde dann auch, ich denke mal, in das Haus eine Art gläsernen Aufzug bauen. Stelle ich Ja, mir geil vor. darüber würde ich mir jetzt so gar keine Gedanken machen. Wir haben jetzt Nee, war ja auch noch absolut gar keine nicht. Stromproduktion mehr, ne? Das ist dir schon klar. Wieso gar keine Strom? Das Atomkraftwerk ist noch weg. Das Atomkraftwerk ist weg. Sämtliche Verarbeitung für unsere Flüssigkeiten. Sämtliche Verarbeitung für Holz, wir haben nichts mehr. Tja, dann wird das so zeitig. Ich muss einfach meine Sachen wieder holen. Ich hab nichts in der Tasche. Ich schmeiß mal alles, was ich in der Tasche habe, ins System, ne? Ja. Beinhaltet die Speed-Upgrades, die Speed-Kabel, die Dense-Cable und so weiter. Deswegen müssen wir uns jetzt halt ein bisschen schmücken. Ja, aber das wird nicht mehr diese Folge sein, Opa. Nee. Ihr habt's mitbekommen, liebe Will Zuschauer? jetzt nur Wir noch schnell den Sand hier wegbekommen. Quatsch, den Sand, den Schnee. klingst gerade wie so ein Monster. Ich mach die nur nach, die dann gerade Theater machen. So, jetzt haben wir auch massenhaft an Schneebälle im System. So, und dann wird die ganze Anlage jetzt angepasst auf unsere neue Farm und dann geht es hier richtig rund. Das heißt, hier kommt ein großes Gebäude hin für die Verarbeitung von den ganzen Kram. Da muss ich mir noch ganz schön Gedanken machen. Ich auch sagen. Auf alle Fälle. Aber es wird lustig. Es wird Das lustig. wird lustig. Das wird auf jeden Fall jede Menge, was wir hinkriegen werden. Vor allem der komplette Abriss hat uns ja, man könnte schon fast sagen, auf Null gesetzt. Nö. Naja, fast. Öffne mal dein Wireless Crafting Terminal. Ja. Auf Null? Nein, Da das sind meine ich nicht. Milliarden drin. Was meinst du, wie schnell wir den ganzen Kram wieder aufgebaut haben? Wir haben Maschinen, wir haben alles ja da. Das ist ja jetzt ruckzuck wieder aufgebaut. Man muss ja nur neu verkabelt werden und im Endeffekt vergrößert. Also. Opa, guck dir mal das Rapsfeld an. Ja, Das sieht geil und hübsch aus. So richtig schön leuchtendes Gelb. das liegt wahrscheinlich jetzt daran, weil sämtliche Stromleitungen und all sowas jetzt hinten gekappt ist. Aber Gut. verstehst du jetzt, warum ich gesagt habe, warte bitte mit irgendwelchen Planungen wie tief und sowas alles und Dings Ja. wieder einmal komplett platt und jetzt geht's richtig rund und jetzt bauen wir's. Bauen wir es nochmal richtig auf und vor allen Dingen soll es auch schöner werden. Richtig. Wunderbar. Liebe Zuschauer, ihr habt es gesehen. Wir hoffen, ihr habt Spaß genauso wie wir und seid gespannt auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao Leute. Tschö.